Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Deutschlands Neuverschuldung fällt 2021 fast doppelt so hoch aus wie zunächst geplant. Im Etatentwurf für das kommende Jahr sind Kredite in Höhe von knapp 180 Milliarden Euro vorgesehen. Dafür wird die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse erneut ausgesetzt. Diesen Plänen hat der Haushaltsausschuss des Bundestages zugestimmt, nach einer stundenlangen Sitzung bis in den frühen Morgen. Die Corona-Krise verursacht weiterhin enorme milliardenschwere Mehrkosten. Bereinigungssitzung im Haushaltsausschuss. Das heißt, die Minister treten einzeln an, um Ausgabenwünsche zu begründen. Corona hinterlässt tiefe Spuren in den Staatsfinanzen. Die Wirtschaftshilfen etwa kosten 40 Milliarden zusätzlich. Das Gesundheitsressort veranschlagt rund 10 Milliarden mehr. Der Finanzminister, der am Mittag weitere Wirtschaftshilfen vorstellte, mit dem Ergebnis zufrieden. Das sind jetzt riesige Geldsummen, die mobilisiert werden, um gegen die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Krise zu kämpfen. Aber wenn wir jetzt zaudern, werden wir die Folgen später umso mehr spüren. Von knapp 500 Milliarden Ausgaben im kommenden Jahr werden 180 Milliarden mit Schulden finanziert, mehr als ein Drittel, begründet durch die Corona-Notsituation. Ähnlich war es 2020, beide Jahre mit weit höheren Ausgaben als im schuldenfreien Jahr 2019. AfD und FDP kritisieren den deutlichen Ausgabenanstieg. Nur das Ende des Lockdowns kann haushalterisch dieses Land retten, sonst sind wir im ewigen Schuldenkreislauf. Das heißt für die FDP, als erstes, sie wird der Notsituation nicht zustimmen können, weil die Koalition mit dem, was sie an Ausgaben macht, weit über das Notwendige hinausgeht. In den Mehrausgaben stecken auch Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger, wie 15 Euro mehr Kindergeld oder die weitgehende Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Grüne und Linke kritisieren fehlende Ausgewogenheit. Die Hilfen werden so verteilt, dass sie bei denen, die schon viel haben, ankommen. Und viele, zum Beispiel 450-Euro-Jobber oder arbeitslose Menschen, die von Transferleistungen leben müssen, durchs Netz fallen. Der Bundestag dürfte in zwei Wochen den Haushalt beschließen. FDP, Grüne und Linke wollen die erneute Ausnahme von der Schuldenbremse aber nicht mittragen. Denn die Opposition hat Zweifel an den Haushaltsplanungen des Finanzministers für die Zeit nach den Bundestagswahlen. Der Vorwurf, die Große Koalition lasse die Wähler bewusst im Unklaren, wie und vor allem von wem die Corona-Schulden jemals zurückgezahlt werden sollen. Steuererhöhungen oder Sparmaßnahmen, die Regierung soll Farbe bekennen. In Deutschland haben sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie nachweislich mehr als 1 Million Menschen mit dem Virus infiziert. Diese Zahl gab das Robert-Koch-Institut heute bekannt. Das RKI meldete außerdem mit 426 Todesfällen den bisher höchsten Wert innerhalb eines Tages. Die Zahl der Neuinfektionen gab das Institut mit 22.806 an. In der bayerischen Stadt Passau sind die Zahlen besonders hoch, weil der 7-Tage-Inzidenzwert dort bei fast 440 Fällen pro 100.000 Einwohner liegt, gelten von morgen an strikte Ausgangsbeschränkungen. Für die Menschen in Passau ist es heute der letzte halbwegs normale Tag. Ab morgen gilt eine strenge Ausgangsbeschränkung. Sie dürfen ihre Wohnung dann nur noch aus triftigem Grund verlassen, etwa um zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen zu gehen. Der Grund, die hohe Zahl der Neuinfektionen. Insgesamt ist die Situation in Bayern angespannter als im Norden. Ministerpräsident Söder lässt durchblicken, ihm wären strengere Regeln bundesweit lieber gewesen, so wie im Frühjahr. Im Frühjahr war es ein sehr harter und klarer Lockdown. Jetzt ist es ein milder. Wir haben uns bewusst in Deutschland für die milde Variante entschieden. Deswegen muss uns aber auch klar sein, dass wir deswegen länger Atem und Geduld brauchen. Dass übrigens ein schnellerer Lockdown zu schnelleren Ergebnissen führt, kann man in den Ländern um uns herum sehen, beispielsweise in Frankreich. Dort gehen die Zahlen deutlich runter. Insofern ist der Zusammenhang zwischen Maßnahmen und Infektionszahlerfolg relativ hoch. Doch selbst der Bund-Länder-Kompromiss jetzt war hart umkämpft und Schlupflöcher blieben. Gut für die Hotels, die gerade düstere Zeiten erleben. Jetzt ist etwas Licht am Horizont. Zumindest in einigen Bundesländern darf Weihnachtsbesuch beherbergt werden. Das gilt für Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Wie soll ansonsten die Mutter, der Vater, die in Baden-Württemberg leben, die Familie wirklich besuchen können, wenn die nur eine 40 Quadratmeter Wohnung haben.
Übrigens, das gut durchlüftete Schleswig-Holstein erfreut sich vergleichsweise geringer Neuinfektionen. Von den 10 am geringsten betroffenen Landkreisen liegen 7 hier im Norden. Weshalb sich das Land auch andere Wege als andere Bundesländer erlaubt, zum Beispiel bei der Beschränkung der Kontakte. 10 Personen kann sich jeder merken. 2 Hausstände. Übrigens, privat ist meine Bitte auch nur 2 Hausstände. Das bleibt das Regelwerk bis Anfang Januar. Und genau an diesem Regelwerk werden wir auch festhalten. 10 Personen, aber lediglich in Schleswig-Holstein. Bundesweit sind es nur 5 Personen aus maximal 2 Haushalten. An Weihnachten aber dürfen es wieder 10 sein, abgesehen von Berlin. Da bleiben es 5, denn in Berlin sind die Fallzahlen vergleichsweise hoch. Das Besondere jetzt vielleicht an der Stelle, wir wollen mit dieser Regelung auch durch die Weihnachtszeit gehen und durch die Feiertagszeit gehen. Auch bei der Regelung der Schulferien gibt es Unterschiede. In den meisten Bundesländern soll der 18. Dezember der letzte Schultag sein. In Thüringen aber bleibt es beim 22. Und Bremen will es den Familien selber überlassen, wann ihre Kinder in die Weihnachtsferien gehen. Der Wunsch nach gleichen Regeln im ganzen Land ist groß. Aber er bleibt offenbar, wie manch Weihnachtswunsch, unerfüllt. Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass 60-70% der Bevölkerung geimpft sein müssen, um die Corona-Pandemie wirkungsvoll zu bekämpfen. Studien zeigten, dass diese Rate für eine sogenannte Herdenimmunität notwendig sei. Noch ist unklar, wann ein erster Impfstoff zur Verfügung steht. Ein Kandidat ist das Mittel des deutschen Herstellers BioNTech. Tests deuten auf eine hohe Wirksamkeit hin. Um den Impfschutz berechnen zu können, müssen sich an einer Studie mehrere 10.000 Freiwillige beteiligen. Sie werden in 2 Gruppen eingeteilt. Die eine Hälfte bekommt den Impfstoff, die andere ein Placebo, also Spritzen ohne Wirkstoff. Die Studienteilnehmer werden dann genau beobachtet. Wenn bei den Geimpften deutlich weniger Menschen durch das Coronavirus krank werden, schützt der Impfstoff. In der Studie vom Mainzer Pharmaunternehmen BioNTech sind laut einer Zwischenanalyse mit mehr als 43.000 Studienteilnehmern insgesamt 170 an Covid-19 erkrankt. Davon gehören 162 zur Placebo-Gruppe und nur 8 Erkrankte zur Impfstoffgruppe. Das entspricht einem prozentualen Verhältnis von 5% und einer Impfstoffwirkung von 95%, laut den ersten Ergebnissen von BioNTech. Zum Vergleich: Bei der Grippe beträgt die Impfstoffwirkung je nach Saison 40-60%. Bei Masern liegt sie zwischen 98-99%. Noch sind aber viele Fragen offen. Zum Beispiel, wie gut der Impfschutz auch Risikopatienten schützt. Denn sie nehmen seltener an Studien teil. Auch ist bisher nicht bekannt, wie lange der Schutz anhält. Das wird sich erst in den nächsten Monaten zeigen. Auch Erkenntnisse zu langfristigen Nebenwirkungen gibt es bisher nicht. Kurz nach der Impfung berichten wenige Studienteilnehmer bislang nur von leichten Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Müdigkeit und Kopfschmerzen. Miserable Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie sollen bald der Vergangenheit angehören. Die Große Koalition hat sich auf einen Kompromiss für das Arbeitsschutzkontrollgesetz geeinigt. Danach soll Leiharbeit in der Branche weitgehend verboten werden. Zuvor gab es monatelang Streit. Die Union forderte Ausnahmen, die SPD wollte ihren Entwurf nicht aufweichen. Die Corona-Krise hat die Missstände in der Branche deutlich sichtbar gemacht. In einigen Betrieben gab es massenweise Infektionen. Oftmals ausbeuterische Arbeitsbedingungen, unwürdige Unterbringung der häufig ausländischen Mitarbeiter. Schlachthöfe sollen die Verantwortung für solche Missstände künftig nicht mehr auf Subunternehmer abwälzen können. Die Große Koalition plant, dass Werkverträge in Schlachtbetrieben von Januar 2021 an verboten werden, Leiharbeit ab April 2021. Ausgenommen sind Betriebe mit weniger als 50 Beschäftigten. Der Bundesarbeitsminister ist zufrieden. Das ist ein sehr scharfes Schwert, aber es ist begründet in den jahrelangen Erfahrungen und Erkenntnissen, zum Beispiel der Zollbehörden, auch der Razzien der Bundespolizei, der Arbeitsschutzbehörden. In der Fleischverarbeitung soll aber zunächst eine Ausnahmeregelung gelten. Wenn es einen Tarifvertrag gibt, soll Leiharbeit auf 4 Monate begrenzt möglich bleiben. Darauf hatte die Union gepocht, damit Betriebe auf saisonale Produktionsspitzen reagieren können. Uns allen fällt sofort die Grillsaison ein, wo man dann in bestimmten Sommermonaten Waren nachfragt, die kein Mensch mehr von November bis März braucht. Ein Scheinargument kritisieren die Gewerkschaften und die Linke.
Die Fleischlobby hat natürlich über die Union tatsächlich ein Schlupfloch in diesem Gesetz geschaffen, um damit die Möglichkeit zu erhalten, weiterhin Leiharbeit zu praktizieren, obwohl es nicht notwendig ist. Der Gesetzentwurf soll im Dezember von Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden, damit die neuen Regeln im Januar 2021 in Kraft treten können. Wer Hartz IV bezieht, bekommt von Januar an mehr Geld. Der Bundesrat hat einer Erhöhung der Regelsätze zugestimmt. Erwachsene erhalten künftig 14 Euro mehr, dann also 446 Euro im Monat. Das größte Plus gibt es für Jugendliche. Ihr Satz steigt um 45 auf 373 Euro. Sozialverbände fordern eine grundsätzliche Neuregelung der Hartz-IV-Leistungen. Diese seien an vielen Stellen zu knapp bemessen. US-Präsident Trump hat zugesagt, das Weiße Haus zu räumen, falls das Wahlkollegium den Demokraten Biden zum neuen Präsidenten bestimmt. Ganz sicher werde ich das tun und Sie wissen das, sagte Trump in Washington. Der Präsident, der erstmals seit der Wahl Anfang November Fragen von Journalisten beantwortete, weigert sich weiterhin, seine Niederlage einzugestehen. Die Wahlleute kommen am 14. Dezember zusammen, um den künftigen Präsidenten und dessen Vize zu wählen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 28. November. Ein Hoch bringt uns ruhiges Spätherbstwetter. Sternenklar verläuft die Nacht vor allem in höheren Lagen der Mittelgebirge sowie teilweise im Westen. Hier und da muss mit etwas Nebelnässe gerechnet werden. Am Tag setzt sich die Sonne vor allem im Westen und Südwesten durch, am Nachmittag dann auch im Nordosten Lichtblicke. In der Nacht plus 5 bis minus 7 Grad, am Tag minus 1 Grad bei Dauernebel, 11 Grad in der Kölner Bucht und direkt an den Alpen. Am Sonntag im Norden und Osten dichte Wolken, im Osten stellenweise etwas Schnee oder Regen. Sonst freundliches Wetter, sobald sich der Nebel aufgelöst hat. Am Montag ist es teils sonnig, teils neblig, im Norden etwas Regen oder Niesel. Am Dienstag Schnee oder Regen mit Gletter, im Nordwesten lockert es auf, dort nur noch einzelne Regenschauer. Um 21.45 Uhr erwarten Sie diese Tagesthemen. Macht Deutschland in der Pandemie zu viele Schulden? Fragen von Karin Mioska an die Wirtschaftsweise Veronika Grimm. Und Abschied von einer Legende, wie Argentinien um Diego Maradona trauert. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.